Jetzt hast du Malz für ein rotes Bier, in dem Fall. Ja, das ist ein Ammerbier, das ich aus dem Malz brauche. Und so mit dieser Schrote wird das Malz geschrotet. So als würde sie einfach da ablaufen, kommt dann nachher in die Pfanne rein und dann leeren sie hier die meisten Pfannen und muss nachher aufheizen und dann nachher in den Kopf rein. Und hier, in dem sagen wir ablütern, dann koche ich aufkochen bis in den Kopf rein. So, schnell, wenn die zurückgestellt ist. Alles Beste, was drin ist, also das ist mal der Hopf, den ich hier mache. Und auch eines, was ich jetzt während dem Kochen ausscheide. Dort sich nachher in der Mitte der Pfanne am Boden so einen Druckhebel bilden. Und dann nachher muss ich das hier rein. Es hat auf der Seite Löcher. Und so wird eigentlich noch die Würze vom Rand angesucht, dass in der Mitte das Feste ist bitter. Und dann nachher kommt es in eine andere Pfanne. Dann fühle ich es runterführen auf gut 30 Grad und dann kommt die Hefe drin. Mit dem Motor kochen und in dieser Zeit verdampft ja auch etwas von der Würze. Also es ist dann noch vielleicht zwei Sanften in der Hefe. Dann würde ich es auch ein bisschen aufkonzentrieren. Das ist dann noch eine, die Würzekonzentration ist nachher höher. Und der Hopfen gibt eben eine Bitterkeit. Also wenn ich es gesehen habe, nur etwa 60, 70 Gramm Liter, das braucht eben nicht so viel Hopfen. Und da gibt eine Bier Bitterkeit, gibt auch Aroma und macht es ein bisschen länger haltbar. So, das da. Ich gebe jetzt hier Hopfengabe, das war jetzt Bitterhopfen. Der ist eine Stunde drin und dann kurz bevor ich ihn abstellen, wo ich noch den Aromahopfer rein. Der Bitterhopfer gibt einfach Bitterkeit. Und Aromastoff auch, aber die gehen einfach wieder raus. Und weil ich den Aromahopfer nur etwa 10 Minuten kochen würde, mit dem den Aroma rein.